Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkrafts. So, heute geht das los mit einer neuen Videolesung bzw. eine Buchlesung. Es gibt ja eigentlich keinen Namen dafür, ich habe mir diese Videolesungsterminologie ausgedacht. Das heißt, ich habe die Genehmigung bekommen von einem Verlag und von dem Autor, wieder ein Buch vorzutragen, das natürlich wieder an der Ostfront spielt, ist ja klar, das ist ja so mehr unser Steckenpferd hier auf diesem Kanal. Und ich hoffe, dieses Buch und diese Lesung für die nächsten Wochen und Monate wird euch genauso abholen wie Peterskrieg, wie Rudolf an der Ostfront und wie den Bernhard Louis, den wir nun gerade abgeschlossen haben mit 60 Teilen. Wie ist das gekommen? Also ich schaue mich ja mal um, ob ich irgendwas Tolles finde, und ich lese ja sehr, sehr viel, und ich habe im Zuge meiner Leserattentätigkeit, nenne ich das jetzt mal, das Buch gefunden, das der Markus Bauer geschrieben hat, und zwar heißt das Haufenweise liegen sie umher. So komischer Titel erstmal, aber wenn man sich so ein bisschen in die Ostfront reindenkt, dann weiß man natürlich, was da gemeint ist, dass der Feind angreift, vernichtend geschlagen wird und überall liegen natürlich die Leichen rum. So könnte man das natürlich sagen. Was passiert in diesem Buch von dem Markus Bauer? Also er schreibt über den Leonhard Merz, ein Familienmitglied, kommen wir nachher nochmal richtig zu, der 41 eingezogen worden ist und dann an die Ostfront gegangen ist und dort bis 44 gekämpft hat. Und das braucht man ja auch nicht spoilern, er hat es nicht überlebt. So, das heißt, er ist auch verschollen. Deswegen werden wir am Ende jedes Videos nochmal diese Suchanfrage setzen, dass man nochmal reinschauen kann, vielleicht das Unmögliche passiert und irgendjemand hat irgendwo doch Informationen zu dem Leonhard Merz und kann da was zu sagen. Deswegen werden wir auch, wie gehabt, kaum oder ganz wenige Intros immer davor setzen, sondern einmal ein Hauptintro wie dieses hier und bei den nächsten Teilen dann immer ganz normal nur den Anteil der Geschichte vortragen, und dann sollte das auch dann sein. So, wie ist dieses Buch aufgebaut? Und das fand ich natürlich interessant nach den Tagebüchern, die wir jetzt so gelesen haben. Ist das eigentlich eine Ansammlung von Feldpostbriefen aus den verschiedenen Bereichen, in denen der Leonhard eingesetzt worden ist? Also er war Packschütze, also er war in der Panzerabwehrkanone eingesetzt, aber das heißt ja nicht, dass man den ganzen Tag hinter dem Geschütz sitzen muss, sondern auch infanteristisch eingesetzt wird. Und alle seine Erlebnisse tagesaktuell hat er in seine Briefe geschrieben, und auch, was hat er nach Hause geschickt oder was braucht er von zu Hause oder was gibt es gerade an der Front nicht. Also es ist so ein richtiger, ja, so das Landserleben wird da dargestellt. Natürlich auch Kämpfen, der Tod, Vormarsch, Rückmarsch, Verwundung, das ganze Orchester, volles Rohr Ostfront mit Winter und Sommer. Also wirklich sehr spannend, und natürlich wiederholt sich in den, ja, in den Briefen, in den Feldpostbriefen das eine oder andere, aber das ist ja nun mal so, wenn ich 4 Wochen oder wenn ich einen Brief schreibe, ich brauche unbedingt Zucker, und 4 Wochen später ist der Zucker alle, dann schreibe ich, hey, ich brauche nochmal wieder Zucker. So muss man sich das vorstellen. Also hat mir sehr gut gefallen, großes Lob an den Markus Bauer und natürlich auch an den EK2 Verlag. Das seht ihr alles in der Beschreibung eingeblendet, der Verlag, der Link zu dem Buch, wenn ihr es nicht aushaltet, dass ihr es kaufen wollt, könnt ihr natürlich gerne machen. Es gibt es auch schon als Hörbuch, deswegen diese Videolesung, da habe ich gedacht, das wird gar nicht klappen, aber der Verlag und auch der Hörbuchanteil, die haben gesagt, ja komm, mach, das schadet uns nichts, und wenn du das vernünftig vorträgst, dann ist es natürlich gut für uns. Also nochmal ein Riesendank an die ganzen Kameraden, die im Hintergrund das möglich gemacht haben, aber wie gesagt, das findet ihr immer alles in der Beschreibung. So, genug Gesabbel für den Anfang, jetzt nochmal ein Riesengruß, wie gesagt, an den Markus, dass ich jetzt loslegen darf. Wir fangen jetzt an. Leonhard Merz, Haufenweise liegen sie umher, Teil 1 für euch von mir, und los geht's. Leonhard Merz wurde am 22.04.1921 als ältester Sohn von Josef und Katharina Merz in Steinsberg bei Wolfratshausen, Oberbayern, geboren. Es folgten 5 Geschwister, sein Bruder Karl, Schwester Katharina, Bruder Josef, Schwester Theresia und Schwester Maria. Da Leonhard bereits mit 20 Jahren in den Krieg gezogen wurde und seit inzwischen 78 Jahren als vermisst gilt, ist es mir nicht möglich, eine vollständige Vorkriegsgeschichte zu erzählen.
Eingerückt ist er am 4.2.41 in die Adolf-Hitler-Kaserne in München zur Infanterie-Panzerjäger-Ersatzkompanie. Laut Meldung vom Februar 41 und laut Meldung vom 8.8.41 Truppenteil Infanterie-Panzerjäger-Ersatzkompanie in München. Der erste Brief, 4. Februar 41. Liebe Eltern, ich bin gut angekommen. Wir haben unser ganzes Zeug gefasst. Darum hätte ich gar nicht vieles mitnehmen brauchen. Viele Grüße, euer Hartl. München, 7. Februar 1941. Liebe Eltern, ich bin jetzt schon ganz gut eingewöhnt. Die ersten paar Tage habe ich nicht gut schlafen können. In meinem Zimmer sind die meisten Münchner lauter pfundige Kerle. Unsere Ausbilder sind auch ganz kommod. Den Leutnant haben wir heute das erste Mal gesehen. Es scheint ein ganz guter zu sein. Der Oberleutnant kann auch kein schimpfen, es ist ein Münchener. Heute hatten wir Besichtigungen durch den Oberst. In ungefähr 8 Tagen dürfen wir wahrscheinlich schon ausgehen. Vielleicht können wir unser Koffer so lange hier behalten, bis wir heimfahren können. Wir sind in der alten Kaserne einquartiert. Heute habe ich den Wiedenbauer Hans gesehen. Er ist scheint's auch herinnen. Das Essen ist sehr gut, bereits alle Tage Fleisch. Heute hatten wir Schweineres mit Kraut. Der Kaffee ist besser als daheim. Es ist sogar ein bisschen Zucker darin. In der Kantine kann man bereits alles kaufen. Brezen bekommt man sogar ohne Marken. Schaut's, dass ihr die Adressen vom Winkler Sepp, Berger Franz, Wirts Emmermann erhalten könnt und schreibt's mir. Einstweilen herzliche Grüße von Hartl. München, 9. Februar 41. Liebe Eltern, habe euren Brief erhalten, es hat mich sehr gefreut. Ich bin am Samstag im Bett gelegen, ich hatte Grippe. Es liegen jetzt ziemlich viel an Grippe. Den Winkler Sepp habe ich bis jetzt noch nicht getroffen. Ich habe bis jetzt auch noch nicht viel Gelegenheit gehabt zum Zusammenkommen. Es sind auch zu viele Junge eingerückt. Bei unserer Kompanie sind es 62 Mann, da findet man nicht so schnell die Bekannten heraus. Ich habe ein schönes Zimmer erwischt, gegen die Sonnenseite. Wir sind im Ganzen 14 Mann. Am Freitag hat es in München geschneit. Am Samstag hatten wir 20 cm Schnee. Heute früh, als wir hinausschauten, war von dem ganzen Schnee nichts mehr zu sehen. Jetzt haben wir ein sehr schönes Wetter, aber wir dürfen nicht aus der Kaserne. Wenn man den ganzen Tag da herinnen herumhockt, kommt einem der Tag hübsch lang vor. Darum kann ich zum Zeitvertreib wieder schreiben. Mir wäre lieber, wenn die 8 Wochen Ausbildungszeit vorbei wären, dann wäre ich wenigstens aus der Kaserne heraus. Wir haben zwar nicht sehr viel Dienst, um 6 Uhr in der Früh wecken, mittags 2 Stunden frei und um 10 Uhr abends muss alles in der Klappe sein. Vom eigentlichen Dienst dürfen wir nichts schreiben, wegen Geheimhaltung des Ausbildungsplans. Wir werden ausgebildet mit Gewehr, Pistole, in ungefähr 8 Tagen kommt schon das Packgeschütz daran. Dann werden noch einige am leichten MG ausgebildet. Es ist hier alles sehr abwechslungsreich. Der Resel, sein Bildercheck, habe ich ganz vergessen gehabt. Aber jetzt werde ich schon schauen, dass ich eine zusammenbringe. Für heute habe ich nun genug geschrieben. Einstweilen die herzlichsten Grüße von Hartl. München, 16.02.41. Liebe Eltern, ich habe den Brief erhalten, es hat mich sehr gefreut. Bei dem schönen Wetter wäre ich lieber daheim, obwohl es mir auch hier nicht schlecht geht. Aber den ganzen Tag entweder in der Kaserne oder auf den Höfen gefällt mir gar nicht. Wir haben es eigentlich nicht extra streng mit dem Dienst. Wenn es gleich klappt, sind die Ausbilder auch lustig. Jetzt wird die Ausbildung interessant mit den Packgeschützen. Die Zeit kommt einem hier in der Kaserne wie im Fluge vor. Ich denke immer noch, ich bin gerade eingerückt, jetzt sind schon beinahe 2 Wochen vorbei. Ich bin zwar froh, dass es so schnell geht, denn hier ist es halt doch ganz anders wie zu Hause. Wir haben am Freitag die Gasmasken probieren müssen und damit in ein mit Tränengas gefülltes Zimmer gehen müssen. Da drin mussten wir laufen, singen und von der Maske den Filter abschrauben, kurz auf den Boden stellen und wieder aufschrauben. Wer so lange die Luft nicht halten konnte, der musste schnellstens aus dem Raum heraus. Einige haben schon heraus müssen, ich habe von dem Gas nichts gespürt.
In nächster Zeit müssen wir nach Oberwiesenfeld hinaus zum Üben mit der Pack. Es ist saudumm, dass das Postauto am Sonntag nicht mehr geht. Wenn ich mal Nachturlaub bekomme, fahre ich am Samstag abends mit dem Postauto hinaus und am Sonntag mit dem Rad bis zum Göscheli herein. Dann kann ich heimfahren, wenn ich fertig bin, und ich brauche nicht immer bis abends warten. Am Samstag haben wir immer um 2 Uhr Schlussappell. Hernach kann ich dann gleich 10 immer fahren. Marken habe ich noch, denn in der Kantine brauchen wir keine und ausgegangen bin ich erst einmal. Da bin ich alleine gewesen, ich bin ins Kino gegangen. Seid so gut und schickt mir von unserem Haus eine schöne Fotografie. Ich könnte auch ein Xeltis brauchen, am liebsten gekocht und nicht zu viel. Von der Frau Göschel habe ich auch ein Paket bekommen. Die Nürnberger haben auch geschrieben. Vom Expositus habe ich auch einen Brief bekommen. Heute hat mich der Winkler Sepp besucht. Am Nachmittag gehen wir miteinander in die Stadt. Die herzlichsten Grüße von Hartl. München, 9.3.41. Liebe Eltern, heute ist es leider nichts geworden mit dem Heimfahren, weil ich ausgerechnet Zimmerdienst habe. Eines Teils ist es mir wieder lieber, weil ich dann lange Zeit nicht mehr dran komme. Das Dumme ist nur, dass man immer da sein muss. Am nächsten Montag melde ich mich zum Rapport, damit ich am Sonntag dann heimfahren kann. Am Sonntag muss es aber unbedingt was werden. Ich werde am Samstagabend mit dem Auto rausfahren. Vielleicht fährt der Winkler Sepp auch mit. Wir hätten zwar schon ausgemacht, aber es kann immer allerhand dazwischen kommen. Seit dem letzten Schießen habe ich es etwas schöner, weil die schlechten Schützen jetzt die Packgeschütze nach Oberwiesenfeld hinaus und hereinziehen müssen. Für die Besseren ist es ganz gut. So ein Geschütz wiegt doch 7 Zentner. Es lässt sich ganz schön ziehen, hauptsächlich wenn es dreckig ist. Der Sepp hat mir auch gesagt, dass sie es ja auch nicht zu streng haben. Sie haben einen guten Unteroffizier. Ich kann jetzt auch wieder ein bisschen eine Brotzeit brauchen, denn wenn man von Oberwiesenfeld hereinkommt, hat man schon Hunger. Der Kaffee wird jetzt auch immer weniger süß, darum wäre es recht, wenn ich Zucker hätte. Wenn ihr einen Packerl schickt, so tut mir ein Messer hinein, weil das andere kaputt ist, weil Fleisch hier immer so zäh ist. Hier haben wir sehr schönes Wetter. Wenn man da so dran denkt, wie schön es da draußen ist, so könnte man leicht davonlaufen. Besser ist's dann schon, wenn es wieder irgendwo hinausgeht. Ich denke mir halt, die Zeit wird gleich rum sein. Ich habe gerade wieder ein Maßel gehabt, weil ich noch rechtzeitig rausgekommen bin. Heute ist ein Zimmerdienst nicht da und jetzt müssen wir alle Stunden antreten, bis derjenige auch da ist. Da gibt es immer so schöne Arbeiten, da ist mir lieber, ich bin früh genug da. Also schick mir wieder ein bisschen ein Geselchtes und vielleicht noch etwas anderes. Einstweilen die besten Grüße von Hartl. München, 8.4.41. Liebe Eltern, ich muss halt doch noch vor Ostern schreiben, damit ihr wisst, dass der Urlaub genehmigt ist. Es ist doch gut, wenn ein Postauto geht, weil diejenigen, die mit dem Zug fahren mussten, keinen Urlaub bekommen. Morgen fahren wir nach Hohenfels. Ich habe einen Mercedes zum Fahren, den gleichen wie der Beil hat. Ich bin bloß neugierig, wie viele Wagen ausfallen. Die Strecke ist über 200 Kilometer lang. Die meiste Zeit werden wir auf der Autobahn fahren. Ich habe gehört bis Beilengries. Wir haben jetzt rechtes Sauwetter. Seit heute früh schneit es ununterbrochen. Es wird so gerade recht auf morgen zum Hohenfels fahren. Wir als Fahrer haben es jetzt sehr schön. Man findet immer etwas den ganzen Tag zum Umeinanderdrücken. Die herzlichsten Grüße von Hartl. München, 21.05.41. Liebe Eltern, das Packel, von dem wir zu Hause geredet haben, ist noch nicht eingetroffen. Es ist ja schließlich gleich, denn die Nudel weicht im Kaffee schon auf. In den nächsten Tagen könnt ihr mir vielleicht ein bisschen einen Kuchen schicken, weil ich noch nicht weiß, ob ich am Sonntag heimfahren kann. Jetzt schaut es überhaupt sehr schlecht aus mit dem Urlaub. Es ist leicht möglich, dass wir, das heißt die von auswärts, daheim bleiben müssen. Aber die Hauptsache ist, dass die Münchner wahrscheinlich auch immer jeden Abend da sein müssen. Von meinem Zimmer sind jetzt auch 2 Mann abgestellt worden. Im Ganzen waren es 15 Mann.
Bei der Abstellung haben sie zufällig keinen Kraftfahrer gebraucht. Der Oberleutnant hat gesagt, dass er die Kraftfahrer noch besonders notwendig braucht. Heute haben sie uns ein bisschen umeinander lassen, weil das Singen nicht gleich geklappt hat. Wir haben jetzt einen ganz lapperten Leutnant und einen neuen Feldwebel. Die sind erst von der Front gekommen und jetzt glauben sie, dass sie uns aufschwanzen können, aber wir denken uns dabei gar nichts. Mich hat es ausgerechnet heute zur Tankwache erwischt, darum habe ich auch Zeit, um so lange Briefe zu schreiben. Die übrigen von der Kompanie mussten in dem Film Sieg im Westen hineingehen. Mir ist aber gleich die Wache lieber, weil ich am nächsten Vormittag frei habe. Ich werde doch probieren, ob es zu Pfingsten gar keinen Urlaub gibt. Es wäre halt doch wieder was anderes auf ein paar Tage daheim, als immer in dieser Bude. Die besten Grüße von Hartl. München, 8.07.41. Liebe Eltern, ich war gestern Abend ganz überrascht, als ich in die Kaserne hereinkam. Es war kein Mensch zu sehen. Heute habe ich erfahren, dass schon bereits alle abgestellt sind. Es sind uns noch ungefähr 20 Mann, die vielleicht schon morgen wegkommen. Wohin wissen wir nicht, wahrscheinlich zur 7. Division. Wir sind heute schon eingekleidet, alles neu. Einstweilen die herzlichen Grüße von Hartl. 16.08.41. Ich bin jetzt in der Nähe von Warschau. Bis jetzt ist die Fahrt noch ganz schön gewesen. Das Essen ist auch gut, nur mit dem Trinken fehlt's. Wasser darf man keins trinken. In Polen kennt man vom Krieg bereits gar nichts mehr, höchstens ein paar Granatenlöcher oder ein zusammengeschossenes Haus. Wir sind am Mittwochabend in München weg über Landshut, Regensburg, Hof, Dresden nach Warschau. Wie die polnischen Nester alle heißen, weiß ich nicht. Wir werden wahrscheinlich in Richtung Smolensk, Moskau, weiterkommen. Viele Grüße an alle von Hartl. Pruzkow, den 17.08. Liebe Eltern, die Fahrt von München bis hierher war ganz schön. Am Mittwoch sind wir in München weggefahren. Gegen Abend kamen wir nach Regensburg. Am Donnerstag in der Früh waren wir in Hof. Dann ging es weiter über Dresden, Lotz, Litzmannstadt bis hier nach Pruzkow. Das ist ungefähr 15 Kilometer westlich von Warschau. Es ist hier sehr heiß und staubig. Es gibt keine gescheiten Straßen. Höchstens in den größeren Dörfern sind die Straßen gepflastert mit Feldstein. Da geht das Marschieren gut. Einmal fällt man links, dann wieder rechts. Zum Trinken gibt es auch bereits nichts. Wasser soll man nicht trinken. Das Bier, wenn es doch einmal eins gibt, ist sehr teuer. Eine halbe 2 Mark. Wir sind jetzt in diesem Nest schon 4 Tage. Zu lange dürfen wir nicht mehr hier bleiben. Da ging das Geld schnell aus. Ein Gutel kostet 15, ein Kilo Kirschen 2,50 Mark. Heute sind wir in Warschau gewesen und haben uns die Stadt angeschaut. Vom Krieg kennt man nicht mehr viel, nur in der Umgebung des Bahnhofes ist noch was zu sehen. In der Stadt selber höchstens an den Häusern Kugeleinschläge. Wir wissen jetzt überhaupt nicht, was mit uns los ist. Einmal heißt, wir fahren bis Minsk und marschieren dann weiter. Ein andermal wieder, wir müssen in die Ukraine. Wenn wir nur bald von diesem Drecksnest wegkommen würden. Sonst geht wieder die Exzessiererei an. Wir dürfen überhaupt noch nicht schreiben. Darum geht's auch nicht durch die Feldpost. Wir geben unsere Post immer den Urlauberzügen mit. Wenn wir weiterkommen, schreibe ich schon wieder. Die herzlichsten Grüße an alle von Hartl. Bobrusk, den 23.08.41. Liebe Eltern, am Dienstag, den 18. August, sind wir von Pruzkow weggefahren. Vorher hat jedermann 45 Schuss Munition bekommen. Es hat geheißen, dass versprengte Russen die Transporte überfallen und darum haben wir schon Schießzeug erhalten. Wir fuhren über Warschau, Brest-Litovsk, Baranowitschi nach Minsk. Von Brest-Litovsk weg sieht man schon mehr vom Krieg. Alle Augenblicke sieht man zerschossene Panzer, ausgebrannte Autos und entgleiste Eisenbahnzüge. Die Bahnhöfe sind fast sämtlich zerstört, die größeren Dörfer ebenfalls. Mit der Ernte sind die Leute noch weit hinten. Es ist noch fast das ganze Getreide draußen. Wir haben jetzt hier seit Warschau schlechtes Wetter und es ist saukalt. Es ist sehr langweilig zum Fahren, weil das Gelände alles Scheureben ist, dazwischen wieder Wald.
In der Hauptsache ist hier Sumpf und Gebüsch. Das richtige Gelände für die Heckenschützen. Kleinere Gebiete sind vollkommen abgebrannt. Es stehen nur noch verkohlte Baumstümpfe. Dazwischen liegen abgeschossene Sowjetflugzeuge, stehengebliebene Flakbatterien, Panzerabwehrgeschütze und Panzer. Vereinzelt sieht man auch Soldatengräber. Wir sind jetzt in einem Ort, von dem nicht mehr viel steht. Hier standen ein paar russische Munitionszüge, die durch Fliegerbomben mit dem ganzen Dorf in die Luft flogen. Am Freitagabend, den 22. waren wir in Minsk. Wir sind die ganze Nacht durchgefahren. Jetzt sind wir in Bobruisk. Wir werden ausgeladen, wissen aber nicht, ob wir nicht weiter mit der Bahn befördert werden. Wir haben noch 100 Kilometer bis an die Front. Heute werden wir wahrscheinlich mit Fahrzeugen abgeholt. Viele Grüße an alle von Hartl. Auf Wiedersehen. Russland, 2.9.41. Liebe Eltern, endlich habe ich eine Adresse bekommen, es hat lange gedauert. Wir sind jetzt schon so weit an der Front, dass man schon das Donnern der Kanonen hört. Ich kann bereits schon nicht mehr schreiben, weil ich kein Briefpapier mehr habe und hier bekommt man überhaupt nichts. Wenn ihr mir was schickt, so schickt mir Federhalter, Papier, Badehose und vielleicht eine Schachtel Süßstoff. Wir haben kein Glück gehabt, weil wir zu einer preußischen Division gekommen sind und ich bin jetzt bei der 5 cm Pack. Viele Grüße von Hartl. Russland, 8.9.41. Liebe Eltern, wir sind jetzt immer im Vormarsch und es geht mir ganz gut. Trotzdem wir dauernd fahren, kommen wir der Infanterie nicht nach, wegen der schlechten Wege. Wir kommen so ungefähr jeden Tag 6 bis 8, wenn es gut geht, 10 Kilometer vorwärts. Der Dreck ist knietief. Wo wir uns jetzt befinden, weiß ich nicht. Es geht keine größere Stadt her. Gestern habe ich den ersten russischen Flieger gesehen. Wir hören das Knattern der Gewehre und MG immer in gleicher Form. Bis zu den alliierten Stellungen kommen wir manchmal, dann bleiben wir wieder stecken. Vom Krieg spürt man in dieser Gegend fast nichts. Uns geht's also nicht schlecht, es gibt Hühner und Obst genug. Das ist auch gut, denn unser Tross kommt meistens erst alle 3 bis 4 Tage einmal mit Verpflegung. Für heute habe ich genug geschrieben, viele Grüße an alle von Hartl. Russland, 11.09.41. Liebe Eltern, ich bin nochmal gesund und es geht mir ganz gut. Bei den Preußen habe ich mich schon ganz gut eingewöhnt. Es ist fast ganz Deutschland in der Kompanie vertreten. Es sind 20 Bayern und 10 Österreicher hergekommen. Außerdem sind noch Sachsen, Rheinländer, Thüringer hier. Wir haben vom Krieg noch nicht viel gespürt. Einmal wurden wir eingesetzt am 9.9. Wir waren auf dem Vormarsch nach Borsna, nach Stadoli. Wir haben gerade unser Nachtlager aufgeschlagen, da kam der Einsatzbefehl. Wir mussten der Infanterie zu Hilfe kommen. Als wir hinkamen, ging die Infanterie schon langsam zurück. Mit uns kamen noch 2 Sturmgeschütze nach vorne. An meinem Geschütz haben wir 9 Schuss verfeuert, dann sind die Russen getürmt. Unsere Infanterie geht immer viel zu schnell vor, da kommt die Artillerie nicht mehr mit und wenn das die Russen merken, machen sie Gegenstöße. Nur vor den Sturmgeschützen und der Pack haben sie Respekt. Bis heute sind wir 2-mal in Artilleriefeuer gekommen. Das ist verdammt unangenehm. Erst hörst du den Abschuss. Das Scheulichste ist das Heranpfeifen. Da denkt man, wo wird er hinhauen? Ich habe das schon fast gewöhnt. Es macht mir gar nicht mehr viel aus, wenn die Russen mal ein paar Schuss herüberjagen. Er schießt dann gleich immer unsere Ari hinüber und dann verschwinden sie wieder nach rückwärts. Mit den Fliegern haben wir nicht viel zu tun. Seit ich an der Front bin, habe ich 5 Abschüsse gesehen, aber jeder brennend.